Marcel, vorab ganz schnell das sportliche Abhaken. 1:0 Erfolg gegen den KSC, der einigermaßen versöhnliche Abschluss einer doch verkorksten Saison. Was war heute ausschlaggebend in deinen Augen? Ich denke, dass wir gut gearbeitet haben als Mannschaft. Wir wussten, dass Karlsruhe spielen eine sehr gute Saison, sind sehr ballsicher und haben eigentlich heute auch ein gutes Spiel gemacht, hatten auch ihre Chancen, aber wir haben nochmal alles reingehauen, hatten, denke, viele junge Spieler auf dem Platz und dann mit den Abschiedsgedanken ist es dann auch immer verdammt schwer, sich da genau zu fokussieren, aber ich denke, wir haben heute nochmal alles rausgehauen und sind froh, dass wir gewonnen haben. Ja, ich bin glücklich, na klar, dass zumindest dass die Verein hat gewonnen, dass wir gewonnen haben. Ich bin glücklich, dass für Slavo und Malte, das war ein Sieg für Slavo und Malte und alle anderen Spieler, die nächste Saison nicht mit uns dabei sind. Und na klar, war schwer, war ein sehr schweres Spiel, aber wir sind alle glücklich, dass wir gewonnen haben. Ja, ich glaube, dass wir heute auf dem Platz einfach alle den Sieg unbedingt wollten. Die Spieler, die jetzt gehen, nochmal würdig verabschieden und ja, wie du schon gesagt hast, ich glaube, das haben wir ganz gut gemacht. Und für dich wird es ja langsam Routine, ne? Lukas Klostermann in der zweiten Bundesliga. Wie fühlt sich's an? Ist es mittlerweile Routine oder kribbelt es noch? Ja, es kribbelt auf jeden Fall. Gerade heute noch vor dem letzten Spiel. Es war nochmal ja, was ganz Besonderes, hat man ja, glaube ich, auch gemerkt. Die Atmosphäre hier war wieder überragend, würde ich sagen. Und ja, das können wir jetzt auf jeden Fall genießen heute. Wie würdest du den Tag heute für dich zusammenfassen? Abschied, selbst der Himmel hat geweint. Ja, verdammt lang geweint heute. Ne? mir war die ganze Zeit vor dem Spiel nicht wie das letzte Spiel. Ne? Und habe mich eigentlich noch total fokussiert auf das Spiel heute. Und ich denke, das wird erst später kommen, dass man, wenn man es verarbeitet, ne? Wenn man 2-3 Bierchen heute getrunken hat, dass man dann merkt, es ist vorbei.